Ja, und damit sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge This War of Mine, A Father's Promise. Nach einer ausführlichen Runde schöner Sterben beim letzten Mal, hoffe ich, dass es jetzt diesmal ein bisschen erfolgreicher wird. Und wir versuchen das Ganze nochmal. Wie immer erstmal mit Futter. Dann mit einer Runde ausruhen. Gierige alte Mistkerl, bla 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 bla. Auch das kennen wir schon in aller Ausführlichkeit. Und diesmal haben wir scheinbar gar kein Glück. Ah ja, doch. Zumindest hier haben wir Nahrung drin. Dafür lässt sich der Händler wieder nicht blicken. Füllen wir die Schoße nochmal. Dann schauen wir mal, ob wir hier die Tür aufbringen, damit in Zukunft der Weg kürzer ist. Dann klatschen wir uns den Rest vom Tag ins Bett. Gehen eine Runde auf, Tag beenden und probieren erneut unser Glück am Flughafen. Wie immer ausgerüstet mit Brechzange. Brechzange. Alter, Brechstange. Schaufel. Und Axt und Messer, glaube ich, bringt nach wie vor nichts. Gegen das Gewehr. Ich nehme jetzt wirklich nur Käse. Sachen mit, die ich brauchen kann für Nahrung.
Das war jetzt wahrscheinlich wieder überreagiert. Und unser Supersoldat findet uns wahrscheinlich gleich wieder. Und verpisst sich hoffentlich nach links raus. Moment mal, von hier drin bleiben war nie die Rede. Der steht ja mal wirklich direkt hier fett vor der Tür. Und erstmal gar nicht weiterbringt. Jetzt haben wir also da hinten den Kameraden in der Küche. Den hier haben wir direkt vor der Tür. Und wie kriegen wir den jetzt da raus? Indem wir hier Lärm machen und uns dann hoffentlich erfolgreich hier verstecken.
Okay, jetzt haben wir ihn draußen, aber wir haben keine Zeit mehr. Und ohne Futter werden wir da drin aber auch nicht weiterkommen. Wir haben zweimal rohe Nahrung und eine Konservendose. Wir müssen es einfach nochmal probieren. Irgendwo anders noch. Wir probieren es mal auf die. Ja, was soll ich dazu sagen? Voll reingelaufen. Diesmal haben wir aber auch wirklich Pech gehabt. Ja, egal. Ich muss mich, glaube ich, erstmal sammeln. Und wir probieren es weiter am Flughafen, so lange, bis wir die Lebensmittel zusammen haben. Aber dann erst wieder in der nächsten Folge. Falls ihr irgendwelche Tipps für mich habt, wie ich am schnellsten da dran komme, wenn die Typen einfach sich nicht bewegen, sondern nur vor den Schränken herumlungern, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.